Willkommen in einem neuen Video von mir. Ich möchte heute das Acer Chromebook Spin 513 vorstellen und ich möchte herausfinden, wie gut kann man eigentlich auf dem Chromebook programmieren. Wie ihr ja wisst, benutze ich aktuell das Windows Subsystem Linux und ich habe schon gesehen, man kann mit dem Chrome OS Betriebssystem ebenfalls Linux benutzen, um darauf zu programmieren, und das werde ich heute testen. Und wir wollen gar nicht lange drum herum reden, sondern direkt anfangen. Aber zuerst zeige ich euch erstmal ein paar Eckdaten von dem Chromebook. Das Chromebook zeichnet sich durch seine hochwertige Verarbeitung mit Aluminiumcover aus. In dem Chromebook befindet sich ein Snapdragon 7C Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB SSD. Das Display ist ein 13,3 Zoll Full HD Touch Display, was ziemlich cool ist, weil du kannst das Chromebook einfach umdrehen und per Touch benutzen. Was mir positiv an dem Chromebook aufgefallen ist, ist, dass es direkt einsetzbar ist. Du musst dich quasi einfach nur mit deinem Google-Account einloggen und kannst direkt starten. Die Akkulaufzeit beträgt ungefähr 11 bis 14 Stunden, wobei ich da eher von 11 Stunden sprechen würde. Was auch noch ziemlich besonders an dem Chromebook ist, ist, wenn du gerade kein WLAN zur Verfügung hast, verfügt das Chromebook über 4G LTE und du kannst jederzeit auf deine Apps und deine Daten zugreifen. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, das Chromebook ist extrem leicht und extrem klein. Ich kann es in jeden Rucksack packen und selbst wenn ich die Ansicht hochkant wähle, habe ich eher das Gefühl, dass ich ein Tablet in der Hand halte, als dass ich wirklich ein Notebook in meiner Hand halte. So, und jetzt kommen wir mal zur wichtigsten Frage. Kann man mit einem Chromebook programmieren? Und meine Antwort lautet ja, definitiv. Das Chromebook ist total leicht konfigurierbar und ich wollte euch jetzt da mal mitnehmen. Ich zeige euch, wie ich als Webentwickler meine Programme installiere und konfiguriere. Und ja, starten wir einfach mal mit Linux installieren bzw. freizuschalten. Das erste, was du nämlich tun musst, ist, du gehst in deine Einstellungen, scrollst runter auf Developer, klickst auf Linux Beta und dann werden dir die Daten schon runtergeladen. Du musst dann noch ein paar Konfigurationen tun, wie groß Linux sein soll und auch deinen Usernamen, und dann dauert das 10 Minuten und dann bist du schon ready. Das Terminal öffnet sich dann und kannst damit schon auf alle Tools zugreifen, die Linux bietet. Und ja, dann habe ich mich erstmal damit befasst, wie installiere ich jetzt Visual Studio Code. Visual Studio Code kann man eigentlich auch sehr leicht installieren, indem man einfach es über den Browser installiert. Ich habe erst den Fehler gemacht, dass ich das falsche System ausgewählt habe und es deshalb erstmal nicht funktioniert hat. Aber nachdem ich das herausgefunden habe, hat das auch ganz gut geklappt. Und dann hat für mich die Sucherei angefangen, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie kann ich denn jetzt alle Systeme oder alle Sachen, die ich brauche, auch wirklich installieren. Ich hatte da nicht so wirklich ein Tutorial gefunden, wo ich komplett das verfolgen konnte, weil das oft andere Sprachen waren als die, die ich benutze. Allerdings bin ich dann auf ein Tutorial gekommen, der mir dann Schritt für Schritt erklärt, wie ich ein Setup für Webentwicklung erstellen kann. Das habe ich dann auch verfolgt, wie ihr hier sehen könnt. Ab und zu gab es dann ein paar Fehlerchen, aber die konnte ich sehr leicht beheben, indem ich einfach nur nach den Fehlermeldungen gesucht habe, so wie man das ja aktuell, wie man das eigentlich kennt. Und ja, nach den ganzen Schritten, was dann ein bisschen Zeit gekostet hat, habe ich es tatsächlich geschafft, mein Chromebook so einzustellen, dass ich meine Projekte von GitHub runterladen kann und direkt starten kann. Ich hatte erst Bedenken, dass ich Schwierigkeiten haben werde, allerdings hat das super leicht funktioniert. Ich bin positiv überrascht und ich werde das Chromebook definitiv auch mal mitnehmen, um unterwegs zu programmieren. Mein Fazit lautet, super cooles Teil. Ich feiere es total, dass man ein Notebook auch als Tablet benutzen kann, was ich in Zukunft definitiv tun werde. Ebenfalls hat es mich positiv überrascht, dass man darauf programmieren kann, gerade mit Linux Beta. Den einzigen Nachteil, den ich erwähnen muss beim Programmieren, ist, dass man nicht alle Programme einfach so installieren kann. Durch das Betriebssystem hat man nur die Möglichkeit, Apps zu installieren und nicht wirklich Programme. Aber ich denke, dadurch, dass man alles über das Terminal installieren kann,
gibt es da auf jeden Fall sehr gute Alternativen, nur kosten diese Alternativen dann meist ein bisschen mehr Zeit, wie als wenn du einfach alles runterladen würdest und anfangen würdest. Ich kann es definitiv empfehlen, ich werde es wahrscheinlich auch öfter mal jetzt benutzen. Gerade wenn ich unterwegs bin, denke ich, habe ich eine super leichte Alternative zu meinem PC bzw. meinem Laptop, weil es wiegt halt wirklich gar nichts und man hört auch nichts. Das ist eigentlich bemerkenswert. Und für jeden da draußen, der gerade überlegt, sich eins zu holen, tut es. Absolut empfehlenswert. Gerade als Entwickler kann man mit dem Geld auch wirklich sehr viel rausholen aus dem Chromebook. Und ja, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war das erste Mal, dass ich ein Produkt vorgestellt habe. Ich hoffe, ihr konntet daraus nützliche Informationen nehmen. Und danke an Google und Acer, dass ich es testen durfte und euch vorstellen durfte. Und ja, ich denke mal, wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Und ja, ciao, Kakao.